Servus, grüß euch wieder einmal. So, ich bin am Seilwinden herrichten. Unser Seilwinden hat brutale Schmerzen. Wo Spaltelasser gruscht. Ja, im Hintergrund seht ihr es. Sie hat totale Schmerzen. Sie hat geschrien: Richt mich, richt mich. Ich kann nicht mehr hinten, nicht mehr vieri. So, und jetzt habe ich Zeit. Und jetzt richte ich es. Es geht um mehrere Dinge. Ja. Und die mehreren Dinge, die muss man jetzt einfach richten, weil sonst kostet es nicht mehr hernehmen, das Seilwinden. Das hilft einfach nicht. Ja. Und am besten, ich zeige euch jetzt einmal, um welche Dinge das eigentlich geht. Ja, das ist einmal die Ketten. Also die Ketten haben da solche Stäfteler dran. Dass man es unter den Baum reinschieben kann, wenn der Baum am Boden liegt, dass man den Kinn leichter durchbringt. Und die Stäfteler, die verlieren wir regelmäßig. Ja. Die verkeilen sie, die verhaken sie, dann bringen sie sich auf, dann verlierst du das in Holztrast. Da gehören sie nicht hin. So, jetzt habe ich da hingeschweißt, jetzt habe ich mal das zusammengeschweißt, ob das hier halt, dass die nicht alle weiter aufbeckt und weg sind. Mal schauen. So, zwei von denen habe ich zwei hingeschweißt dann. Die Ösen da zugespeist, habe ich auch so gemacht und da haben wir schon verloren gehabt von zwei. Da habe ich jetzt einfach so eine Baustelle genommen und habe jetzt das einmal so umrabung um die Kähne und dann auch zusammengespeist. Ja, genau. Schauen wir mal, ob das so hier hat, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, allebei, ich bald mir rein, das müsste ich ein bisschen Bogen machen, da hier vorne, dass das ein bisschen nach oben Bogen ist, dann geht es leichter zum Durchgräbeln. Und dann Baum. Ja, das mache ich vielleicht dann. Dann haben wir das Hauptthema flämisches Auge. So, schaut es euch an. Das flämische Auge. Bin zufrieden damit. Ich sag's euch ehrlich. Das flämische Auge, ich bin zufrieden damit. Ich habe ein Video gemacht, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und wie ich das flämische Auge gemacht habe. Und jetzt? Ja, nach x Stunden, ich weiß nicht, ich habe was aufgehört zum Zählen, auf jeden Fall lange Zeit, also mindestens ein halbes Jahr, das ging gar nicht, ein Jahr, oder? Ein Jahr ungefähr, Vollgaseinsatz, schaut es so aus. Ja, es hat sich ein bisschen aufgetrennt, wie man so sieht da, ein bisschen hat es sich aufgetrennt, aber das an sich, das Konstrukt, das Verwobene, das Verflochtene, es hat hergehalten. Ist nicht aufgegangen. Da haben wir alles, also alles rausgearbeitet. Wahnsinn! Und das Problem ist eigentlich gewesen, das erste, dass wir immer da Vollgasetzung hat, bis auf Anschlag, dann hat es ein bisschen natürlich die Ösen verschoben und damit ist das ein bisschen locker geworden, das flämische Auge. Weil praktisch die Vollgasetzung hat, dann hat es da angestoßen. Dann hat es die Ösen ein bisschen vierig geschoben Richtung flämisches Auge und dann ist das flämische Auge ein bisschen locker geworden, weil ja das ein bisschen in die Richtung geschoben worden ist. So, und dann ist der Krampf losgegangen. Und dann irgendwann hat er so ausgeschaut, weil es locker, ein bisschen locker geworden ist. Ja. Dann hast du wieder einen Zug drauf gegeben und hat es wieder bis hinter rein. Nicht gut, aber dann hat es so ausgeschaut. So, hat aber bis jetzt hergehalten. Jetzt mache ich aber nicht mehr. Mir gefällt es jetzt nicht mehr. Mir gefällt es nicht mehr. Und jetzt schneide ich das runter und mache ich was anderes hier. Da habe ich auf Instagram einen Tipp gekriegt vom Ernst. Vielen Dank, Ernst, nochmal. Und da habe ich mir jetzt was bestellt. Ja? Und das schaut so aus. Ein Seilendstück. Habe ich nicht gekannt davor. Warum auch? Warum soll ich sowas kennen? Ne? Und zwar kann man das beim Seil aufs End hinmachen und stelle vor dem flämischen Auge. Da schlapfelt man das Seil sozusagen da durch, macht man so einen Schlapfer. So einen Schlapfer und dann ist da so ein Keil drin, der was sich festzieht. Zeige ich euch danach, wie ich es hinmache. Und dann halt das bombastisch. Dann hat man da, anstelle der einen Scheißhackel, muss ich schon mal sagen, hat man da so eine Ösen. Da kann man keinen durchfahren und hackelt sich die da rein. Und so ein, ja, sagen wir mal 360 Grad bewegt sich das um. Das dreht sich aus, das ist beim Hackel alles ein Krampf. Weil der Hackel, der irgendwann, also der muss da mal hindrehen, da muss keiner hängen und so weiter, da kriegst du da einmal.
Das, glaube ich, ist eine saubere Sache. Ich probiere das einmal aus. Wenn nicht, kann man da aufmachen, dann kann ich meinen Hackel allebei wieder hinmachen. Wenn es die schlechter ist, wie der Hackel, ich glaube es aber wirklich nicht, ob das die schlechter ist. So, Seilendstück. Das Ding. Das machen wir jetzt hin. So, mittlerweile ist meine Kamerafrau da. Dann geht das Ganze leichter. Ja! Also, wir schneiden jetzt einmal das ab. Und dann geht's weiter. Ja, aber ich schneide jetzt erst einmal das ab. Da werde ich jetzt einmal eine halbe Stunde brauchen. Ja, mit meinem kleinen Flexerl. Schauen wir mal. Und schön im Pflaster stehen wir schnell. Bestimmt vergeht schnell. Ne? So, jetzt haben wir das angeschnitten. So schaut es aus. Und jetzt mache ich da mal ein paar Schweißpunkte drauf, dass das nicht mehr auftrennt. Und dann können wir da schon das Seilendstück drauf machen. Wenn das so einfach geht, ist das eine brutale. Also ist das eine viel leichtere Sache wie das flämische Auge. Viel schneller gemacht. So, mache ich ein paar Schweißpunkte drauf und dann füllen wir wieder weiter. Jawohl! Mhm. So schaut's aus. Der Colt. So, so schaut's aus. Jetzt sollte das nicht unbedingt mehr aufgehen. Gut. Kannst du jetzt sagen, aber wir glauben's heute. So, Seilendstück ist da. Eine wichtige Sache. Habe ich noch, und zwar Problem von dem flämischen Auge, weil ich vorher schon erklärt habe, dass das zurückdruckt, wenn man das einfach da Vollgas einzieht, habe ich da so eine Art Beilagscheibe gemacht. Zwei 5 mm Stahl aufeinander geschweißt, ist ein Zentimeter dann, und ein Loch durchbohrt, dann kann man das auffädeln und dann sollte das Seilendstück, wenn man voll einzieht, nicht mehr da dagegen schnalzen, ja, weil, jetzt kommt's, davor das Ding da dagegen schnalzt. Und das Seilendstück da praktisch nicht weiter kommt. Jetzt kannst du den Druck verteilen auf die Feder, das war jetzt der Plan. Mhm. Weil das Seilendstück, das ist ja da von hinten, wenn du mal herschaust, da schmaler, und jetzt wenn das da voll angezogen wird und haut das da her, aber dann glaube ich, ist das nicht so gut für das Blattl da und die Federn, und wenn das einmal hier ist, dann hast du eine größere Arbeit. Und so ist das davor, ja, da verteilt sich der Druck sauber da drauf auf die Fläche, und dahinter kommt das Seilendstück und drückt da eigentlich auf eine gerade Fläche dann drauf, und ich hoffe, dass da oder das auch nicht dann so kaputt wird. Wenn es da so hin, und vielleicht hast du noch Seilgleiter drin, dann ist sowieso scheiße. Aber wenn Seilgleiter da oben hin drucke, dann verformt es das, und dann kannst du das nicht mehr hernehmen. Wenn dieser, wenn irgendwie das Seil mal hier ist, dann muss ich aber so ein Ding neu kaufen. Mal schauen. Aber sehen wir da dann. So, also, das war dann so. Und das ist dann so locker drauf, die Scheibe, oder wird das irgendwie noch? Nein, das befestigt? Ist so locker drauf. Das soll sich so bewegen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass sich das so bewegt. Ja. Mhm. Weil das ist ja wurscht, wenn die da drauf ist. Das tut ja nichts. Tut gar nichts. Weil Seilgleiter waren auch da aufgefädelt. Haben wir nicht drauf, weil die macht das Seil bloß kaputt. Aber braucht man nicht. Wenn wir es wirklich mal brauchen, werden wir Vollgas zusammenziehen, nachdem wir es hin. Aber ansonsten haben wir es hier unten, weil das ist schon das Seil. Und so kann das da wieder umeinander flocken. Weißt du schon? Das kann einfach da umeinander flocken. Und dann beim Zurückziehen, wenn das Seil eingezogen wird, dann wandert das auf. Normalerweise, ich würde sagen, wird das da eingefädelt. Dann wird das so umgeschlagen. Nein. Außergefädelt. Rausgefädelt, umgeschlagen, oder? Wieder durch,
Das macht Sinn, ja, ja. Und dann kommt da der Karl rein. Das macht Sinn, also, oder? Und wie hält das denn? Ja, das zieht sich zusammen. Das zieht sich zusammen. So, dann kommt der da oben rein. Achso, das Seil zieht sich um den Keil um, praktisch. Ja, das zieht sich um den Keil um. Und das sollte nicht zu weit da sein, also ich dachte, sagen, bündig. Und spreißelt so wieder aus. Ja, weil dann hast du das wieder in den Händen, gell? Also, das stimmt schon so. Und da gehen wir recht bündig her, weil normalerweise gehört sich da noch ein Seilkleben um. Also in das kurze Stumperl, das war dann müsste normalerweise der erste. Und ein Seilkleben um mich, dass das ja nicht zurück kann. So soll es vorschriftsgemäß sein. Das machen wir auch. Wir machen auch ein Seilkleben um mich. Auf alle Fälle. So, also wir haben es relativ bündig. Ich bin jetzt zufrieden direkt. Ich bin jetzt direkt zufrieden schon. Aber das möchte ich noch. Genau, siehst du es? Wie sich das zusammenzieht. Wahnsinn! Ein Wahnsinn! Und da ist dann der Keil sozusagen drinnen, ja, das Seil ist um den Keil um. Und wenn wir jetzt da dann, ich hänge jetzt dann schon irgendwo um, reiß oben der Teufel, weißt, der reiß jetzt dann an, und dann wird sich das so zusammenziehen, bringst du nicht mehr rauf. Garantiert, kannst du eine Sau hier hinken. So, weiter bringst du jetzt die Menschheitskraft nicht mehr zusammen. Oder doch, ja. Siehst du, jetzt schaut er und Trasser, der Karl. Siehst du das? Wie sie der reinzieht. Jetzt schaut er und Trasser, hat da vorne nicht geschaut. Machen wir trotzdem. So. Also, fertig. Jetzt bauen wir noch dies drum auf. Ja. Wo er davor schon zeigt. Und dann fahren wir hier an den Baum und reißen wir ihn um da. Hängt noch da. Levant. Aber das halt her. Das erste Holz auf jeden Fall. Das halt her, du, da geht nichts. So, der hat's um. Jetzt hängst du es wieder an. Ja, erfolgreich. Und dann schauen wir es nochmal an. Also wirklich, wenn das in Holztrass passiert, Seilbruch in Holztrass, kannst du den Holztrass da richten. Da kannst du dann, ja, brauchst du Flex. Also musst du auch heimfahren. In Holztrass was richten ist einfach ein Krampf. Einfach heimfahren. Aber ist schnell gemacht. Ist schnell gemacht. Schneller bei flämisches Auge, weil bis dass ich das flecht, habe ich das auch nicht gemacht. Aber flämisches Auge kostet halt nichts. Ne? Da kostet halt alle Hülsen was. Das Werkzeug zum Bauen, wo ich baue da. Aber gut. Aber das kostet halt auch. Was kostet das? Das drum? 40 Euro. 40 Euro? Einfach 40 Euro. Jetzt, wenn du das recht am Art hast, brauchst du für jeden Seilbruch eins. Wenn das da oben recht sitzt, so, weißt du halt doch arbeitest damit, dann bringst du das nicht mehr rauf, also kannst du den Karl vielleicht raushauen. Ja. Super, aber ich finde jetzt das anstelle vom Hackel viel, viel besser. Also ich habe es beim Einfahren gemerkt, du tust dich viel leichter, beim Hackel musst du auch umeinander tragen. Aber schauen wir mal, wie sich Maschinenführer taugt. Mutterl. So, Kennergericht, das ist Gericht.
Feierabend für heute. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen, wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, aber bewertet es positiv. Jetzt auch mal einen positiven Kommentar da für meine Kamerafrau. Ja, freut sich auch. Ansonsten abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, servus, jawohl.